Willkommen in Nürnberg. Hallo, guten Morgen. Entschuldigung, dass ich auch ein bisschen zu früh bin. Es ging jetzt doch schneller als gedacht vom Hauptbahnhof hierher. Mit der U-Bahn nur 10 Minuten. Ja. Ja, wir haben hier super kurze Wege in Nürnberg. Dann lass uns doch direkt starten. Wir gehen ins NCC West. Herr Ebner wartet dort auf dich. Ja, prima. Ja, herzlich willkommen im NCC West, einem unserer drei Convention Center hier in Nürnberg. Wir sind gleich zu Beginn in einem neuen, relativ neuen Raum, unserem digitalen Studio. Natürlich als Konsequenz der Pandemie die Entwicklung, dass immer mehr digitale Inhalte auch von den Kunden gefragt werden, Räumlichkeiten einfach auch nachgefragt werden. Einer der vielen Räume hier in unserem Gebäude, das sehr flexibel nutzbar ist. Und da würde ich Sie jetzt ganz gerne mal mitnehmen, dass wir uns das NCC West angucken. Das NCC West eignet sich für Kongresse aller Arten, aber vor allen Dingen solche, die auch noch ein Entwicklungspotenzial haben. Verteilt auf den drei Ebenen haben Sie hier eine Ausstellungsfläche. Der große Vorteil vom NCC West ist aber auch, dass wir direkt angrenzend eine Ausstellungshalle haben für begleitende Ausstellungen bei Kongressen, aber auch unserem Pressecenter, was sich auch sehr gut als Veranstalterbüro eignet mit anschließenden Räumen, Interviewraum, kleinen Arbeitskabinen. Ein kleiner Konferenzraum ist auch nochmal angeschlossen. Die Hauptzahl unserer Konferenzräumlichkeiten ist in der Ebene 2 und da gehen wir jetzt mal die Treppe hoch. Jetzt sind wir mal in einem Konferenzraum hier im NCC West. Das ist der Saal Paris. Das ist der größte Raum hier im Gebäude mit 450 Personen in Reihenkapazität. Sie sehen, der ist alle Räume sind hier mit Tageslicht, schön hell, lichtdurchflutet. Und wir beide, würde ich vorschlagen, gehen jetzt mal in die Frankenhalle. Da wartet die Anke Scholz und wird was über die Frankenhalle erzählen. Gehen wir los. Die Frankenhalle gibt es schon seit 1984, hat Platz für ca. 5000 Personen. Man kann die Halle teilen. Sie hat Teleskoptribünen, die man ausfahren kann und wieder einfahren kann. Sie wird auch ganz gern von Agenturen gebucht, weil sie in der Architektur ziemlich schlicht ist und man kann aus ihr machen, was man möchte. Ich habe dir ja erzählt, dass in den 80er Jahren viele Konzerte hier waren und es gibt auch ein goldenes Buch der Frankenhalle und das würde ich jetzt gerne mal mit dir anschauen. Ja, lass mal gerne gemeinsam anschauen. Ah, da ist schon die Bio. Die erzählt dir jetzt noch ein bisschen was über das NCC Mitte. Ja, super. Siehst du schon? Den Eingangsbereich NCC Mitte. Drüben siehst du auch den Saal Brüssel, der schwebt über dem Eingangsfoyer. Das ist hier der Plenarsaal für ca. 1000 Personen in Reihe nutzbar und auch teilbar. Mhm. Das ist hier auch rein Eingangsbereich oder kann man den Bereich auch noch anders nutzen? Ja, der wird auch für Ausstellerabende beispielsweise genutzt, Unternehmensveranstaltungen, die im Sommer auch gerne mal den Messepark draußen mitnutzen und so hast du eine funktionale Nutzungsmöglichkeiten. Ja, sehr schön, dass man dann auch den grünen Bereich drauf noch mitnutzen kann. Fällt mir sehr gut. Ja. Um die Piazza gruppieren sich die kleineren Konferenzräume. Mir ist auch aufgefallen, eure Räume, die wurden alle nach Städten benannt. Hat das irgendwie einen Zusammenhang? Ja, beispielsweise im NCC West, da sind die Räume nach Orten benannt, die westlich von Nürnberg liegen. Und hier in Mitte sind die Räume danach benannt, was nah oder näher an uns liegt, wie beispielsweise der Saal München. Tschüss Vanessa, komm gut heim. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die tolle Führung, war wirklich beeindruckend. Ich muss jetzt leider terminlich weiter, aber auch nochmal vielen Dank, dass ihr so flexibel seid und Marisa mir jetzt noch online das NCC auszeigen kann. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne, mach's gut. Komm gut heim. Ja, tschüss. Hallo liebe Vanessa, sehr schade, dass wir uns heute nicht persönlich sehen können. Ich würde dir aber trotzdem gerne unser größtes Convention Center, das NCC Ost, vorstellen. Alle unsere Räumlichkeiten kann man nämlich dank unseres digitalen 360-Grad-Rundganges von überall aus online besichtigen. Wir befinden uns nun im Eingangsbereich des NCC Ost. Mit insgesamt 18 Konferenzräumen und einem Plenarsaal für bis zu 1200 Personen ist das Convention Center perfekt für größere Kongresse geeignet. Gern auch mit Ausstellungen, zum Beispiel in unserem Multifunktionssaal Sydney, in dem wir jetzt gerade stehen, oder in den direkt ans NCC Ost angeschlossenen Messehallen. Hier siehst du zum Abschluss noch eine unserer schönen Lounges, die Mercator Lounge.
So, das war es auch schon. Du kannst dich gerne noch ganz in Ruhe online durch alle unsere Convention Center klicken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut und bis bald in Nürnberg.